Live aus Berlin, das Thema bei Anne Will. Merkel im Umfragetief. Kriegt sie noch die Kurve? Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich begrüße Sie herzlich hier in Berlin. Wir senden live und sagen, das war ein Hammer die Woche. Das war ein Tiefschlag fürs Kanzleramt, dass 81% der Befragten des ARD-Deutschland-Trends gesagt haben, die Bundesregierung habe die Flüchtlingssituation nicht im Griff. 81%, das ist ein enormer Wert und der schlägt voll durch auch auf die persönlichen Werte von Angela Merkel. Die hatte im Januar, das ist also 4 Wochen her, noch genau 58% der Befragten dazu gebracht, dass sie gesagt haben, sie seien zufrieden mit der Arbeit der Kanzlerin. Jetzt sind es nur noch 46% der Befragten, also minus 12 Prozentpunkte in nur 4 Wochen. Kriegt die Kanzlerin da noch die Kurve oder war es das womöglich mit der Kanzlerschaft? Dazu sind heute Abend bei uns die stellvertretende Parteivorsitzende der CDU-Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Der Fraktionschef der Linken im Saarland ist da Oskar Lafontaine. Der Schriftsteller und Publizist Peter Schneider und der Stern-Kollege Hans-Ulrich Jörges. Herzlich willkommen Ihnen allen. Herr Jörges, 12 Prozentpunkte, minus 12 Prozentpunkte in nur einem Monat, das ist wirklich enorm. Ein erheblicher Verlust für Angela Merkel in der Zufriedenheit. Was heißt das nun aber? Spricht nun mehr dafür, dass Angela Merkel sich im Amt halten kann oder dass sie es verliert und stürzt? Ich glaube nicht, dass sie stürzt. Erstens glaube ich nicht, dass sie zurücktreten wird. Das ist auch nicht ihre Art, Verantwortung auszuweichen. Das Land in dieser Flüchtlingskrise sitzen zu lassen, halte ich für ausgeschlossen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie gestürzt wird. Ich bin davon überzeugt, dass die CSU zeitweise das wollte, sie stürzen. Da bin ich nicht mehr so ganz sicher, weil sich jetzt die Dinge auch ein bisschen wenden in der Flüchtlingspolitik. Da reden wir sicher noch drüber. Von Edmund Stoiber, der ja der Einflüsterer von Horst Seehofer ist, ist der Satz überliefert, Merkel muss weg. Den halte ich auch für authentisch, weil er glaubwürdig vermittelt wird. Ich glaube aber nicht, dass Merkel de facto gestürzt werden kann, denn dazu wäre notwendig, dass ein Nachfolgekanzler gewählt wird. Das wäre nach landläufiger Meinung Wolfgang Schäuble. Ich glaube nicht, weil Schäuble sich als Übergangskandidat eher anbietet. Aber welche SPD würde denn einer konservativen Revolte gegen Angela Merkel in der Flüchtlingspolitik, die ja auch die SPD-Flüchtlingspolitik ist, zum Erfolg verhelfen? Würden Sie das, wenn Sie noch in der SPD wären, Herrn Schäuble mit zum Kanzler wählen und Angela Merkel stürzen? Ich glaube nicht. Ja. Und das glaube ich auch nicht ohne Oskar Lafontaine. Das wird nicht stattfinden. Und Sie selber sagen, Sie zieht nicht Konsequenzen aus einem Vertrauensverlust? Das würde ja bedeuten, dass sie in dieser Krise geht und das Land mit dieser Krise allein lässt. Und in der augenblicklichen Situation wäre es völlig widersinnig. Denn jetzt sind wir exakt an dem Punkt, wo sich zeigt, ob ihre Flüchtlingspolitik, ihr Konzept funktioniert. Und das sieht gar nicht schlecht aus. Sie hat jetzt erreicht, dass die Europäische Union endlich 3 Milliarden Euro zusammen hat für die Türkei, damit dort die Lage in den Flüchtlingslagern verbessert werden kann. International sind 9 Milliarden gesammelt worden. Sie fliegt morgen in die Türkei, um dafür zu sorgen, dass die wirklich anfangen, ihre Grenze zu schützen. Und Mitte Februar, also am 18., 19., wird in Europa, in dem Europagipfel darüber entschieden, ob dann wenigstens eine Koalition der Willigen in der EU, das sind vielleicht die Hälfte der EU-Mitgliedstaaten, Kontingente von Flüchtlingen aus der Türkei aufnehmen. Das würde bedeuten, dass der Flüchtlingszustrom übers Mittelmeer, über die Balkanroute weitgehend abgeschnitten wird. Und dass sich dann, und das ist die Bedingung dafür, dass sich Merkels Situation verbessert, dass sich dann auch an Zahlen bemerkbar macht, dass sehr viel weniger Flüchtlinge kommen. Und bei den Kontingenten, über die geredet wird, ist auf deutscher Seite von 100.000 bis 200.000 die Rede. Das ist sehr viel weniger als die Millionen im vergangenen Jahr. Aber es sind eine Menge Voraussetzungen, die erfüllt sein müssten, um Ihre These zu stützen, nämlich dass Angela Merkel genau jetzt nicht gehen sollte, da sich was Gutes zeigt. Ja. Sagen Sie. Herr Lafontaine, Sie können für sich behaupten, dass Sie den Zeitpunkt erwischt haben, an dem zumindest Sie für sich selbst entschieden hatten, es sei Zeit zu gehen, im März 1999, als Sie gesagt haben, Sie wollen weder Bundesfinanzminister sein noch Parteivorsitzender der SPD und legen auch das Bundestagsmandat nieder. Wenn Sie auf Angela Merkel schauen, sagen Sie dann, das ist auch der Zeitpunkt, an dem Sie für sich sagen müsste, zu gehen, sei jetzt der richtige Moment?
Das ist zunächst einmal eine Frage, welches Verständnis sie selbst von Politik hat. Man kann das Verständnis haben, sich an der Macht zu halten. Dann ist man bereit, auch viele Kompromisse zu machen. Es geht hauptsächlich um den Machterhalt. Oder man hat Ideen, die man unbedingt durchsetzen will. Ich kann das letztendlich nicht beantworten, ob jetzt diese Flüchtlingspolitik nun wirklich die Kernidee der Kanzlerin ist. Es ist ja zu beobachten, dass sie vor einigen Monaten ganz anders noch agiert hat, als sie jetzt agiert. Da ist ja ein deutlicher Bruch festzustellen, festzumachen etwa daran, dass sie jetzt sagt zu den Flüchtlingen aus Syrien, ihr könnt nicht hier bleiben, ihr müsst wieder zurückgehen. Das ist ja eine deutliche Veränderung der Sprache. Ich weiß das also nicht, ob das ihr Kernanliegen ist. Ich kann das nicht beantworten. Es ist natürlich so, wenn jemand ein Kernanliegen hat und er kommt damit nicht durch, dann habe ich das Verständnis, dann müsste er Konsequenzen ziehen. Aber das kann ich für Frau Merkel nicht beantworten. Herr Schneider, glauben Sie, dass das Credo, wir schaffen das, das Angela Merkel sehr, sehr oft wiederholt hat, ausgedient hat inzwischen? Ja, es war eine großartige Geste. Ich finde, sie kann sehr stolz darauf sein. Auch die Deutschen können darauf stolz sein. Denn es war ja ganz eindeutig erstmal eine klare Ansage gegen diese ganzen Rechtsradikalen, die dieses schäbigste aller Verbrechen begehen, nämlich Leuten, die nichts auf dem Leib haben, die von 2000 Kilometer Entfernung kommen, die das Dach über dem Kopf anzuzünden. Es war eine klare Ansage, ihr seid nicht Deutschland. Und es war eine klare Ermutigung der Millionen von Deutschen, die sich da in die Bresche geworfen haben und geholfen haben. Ich finde, das ist etwas, das ist alles wahr. Es ist vorbei. Das ist wahr. Ich glaube, was ihr passiert ist, ist ein großer Fehler passiert. Sie wird es nicht zugeben. Es gibt übrigens Politiker, Willy Brandt hat mal zugegeben, ich habe einen großen Fehler gemacht mit dem radikalen Erlass, der übrigens mich betroffen hat. Aber das ist nicht jedermanns Sache. Sie wird nie sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Aber sie hat einen Fehler gemacht und der sieht in meinen Augen so aus. Sie hat, und das war völlig richtig, als diese Andrang war in Budapest, in Wien am 6. September, hat sie gesagt, Tor auf, wir nehmen sie. Das war ein humanitärer Akt, den ich mit größtem Respekt noch mal zitiere. Sie hätte in kurzer Zeit danach sagen müssen, das darf aber kein Dauerzustand werden. Und das ist ein Dauerzustand geworden und es ist bis heute ein Dauerzustand. Sie hätte sagen müssen, liebe Leute, so geht es auf keinen Fall weiter. Das sind unsere Bedingungen, wie wir jetzt diese Flüchtlingswelle, Ströme kontrollieren. Das hat sie nicht getan. Ich bin immer noch der Meinung, sie müsste eigentlich eine Regierungserklärung abliefern. Ich kann ihr gern die Rede schreiben, ich bin erfahren mit solchen Reden. Ich bin sicher, dass Frau Merkel nach dieser Sendung auf Sie zukommen wird. und müsste den Deutschen sagen, warum es so nicht weitergehen wird und kann, wie es weitergegangen ist. Und dass sie das bislang nicht gemacht da ist eine, hat. Da ist unglaublich viel schiefgegangen. Ist das der Fehler, unendlich viel schiefgegangen, bei dem Sie sagen würden, er kostet Sie das Amt? Wissen Sie, da würde ich ähnlich argumentieren wie Herr Lafontaine. Ich denke, dass eigentlich ein Kanzler, wenn er nicht eine Wende einleitet und wenn er nicht zum Beispiel zugibt, da war was falsch, dann sollte er zurücktreten. Aber so läuft Politik nicht. Also Kanzler treten eigentlich nie zurück, wenn es gut für die Wähler ist oder falls das Volk einen Anspruch darauf hat. Die Kanzler treten zurück, wenn die Partei es von ihnen verlangt. Und die CDU, die wollen doch alle ihre Jobs behalten. Natürlich werden sie, wen haben sie denn außer Frau Merkel? Das hat sie nun mal geschafft und das sage ich auch ohne jede Häme. Sie ist nun einmal eine große Frau in der CDU, völlig ohne Konkurrenz. Also insofern wird sie dort nicht gestürzt werden. Wie hören Sie das eigentlich, Frau von der Leyen, wenn Sie hier hören, dass maximal Herr Schäuble eine Konkurrenz wäre, dann heißt es immer, Sie wären keine. Ja, denn ich bin absolut überzeugt, dass die Politik, die Angela Merkel macht, richtig ist. Und Sie sagen, sie ist eine große Frau in der CDU, das stimmt. Sie ist auch eine große Frau in Europa. Sie hält da den Laden zusammen, denn wenn ich jetzt zurückblicke, dieses letzte Jahr, dann sage ich heute, Frau Merkel hat viel früher als alle anderen erkannt, was für eine epochale Veränderung mit den Flüchtlingsströmen da kommt. Und sie hat viel früher als alle erkannt, dass das eine europäische Generationenaufgabe ist, die bewältigt werden muss. Und sie hat sich nicht verleiten lassen, gleich am Anfang sozusagen die schnelle, die billige
Lösung oder Antwort zu geben. Einmal sagen, Obergrenze eine Zahl oder Grenze dicht. Denn was passiert wäre, wir wären erstens die Totengräber Europas gewesen, wenn wir die Grenzen dicht gemacht hätten. Wir hätten unserer Wirtschaft in die Kniekehlen geschlagen, dass es nur so gerumst hätte. Denn wir sind ja diejenigen, die von dem offenen Europa profitieren. Und das Problem der Flüchtlingsströme, die da sind, das wäre unbehandelt gewesen. Es wäre genauso schlimm gewesen, ohne dass es eine Antwort gegeben hätte. Und deshalb war Ihre Art und Weise, beharrlich sich zu weigern, die schnelle, billige, aber falsche Lösung anzubieten, sondern uns auch dieser Spannung auszusetzen, zu sagen, das ist ein langer Weg, das ist ein schwerer Weg, der beginnt national, der geht über Europa. Und europäische Grenzen sichern heißt nicht deutsche Grenzen. Und er geht international bis in die Flüchtlingsländer selbst hinein. Und das ist anstrengend. Und deshalb ist meines Erachtens dieser Weg richtig, den sie eingeschlagen hat. Aber Sie tun jetzt so? Sie tun jetzt so, als träfe dieser Weg nach anfänglichen Schwierigkeiten auf riesige Begeisterung. Ganz so ist es ja nicht. Nein. Und genau das hat die Umfrage diese Woche auch 0,0 belegt. Im Gegenteil, 81%, habe ich ja eben schon mal gesagt, der Befragten sagen, dass die Bundesregierung, also auch Sie, die Situation nicht im Griff hätte. Das ist ja ein echt schlechtes Zeugnis. Das werden Sie nicht anders gedeutet haben, nehme ich an. Und deshalb noch mal die Frage, ist dann Angela Merkel die richtige Chefin dieser Regierung? Absolut, wir brauchen sie. Die Menschen sind unzufrieden. Ja, das kann ich verstehen. Sie sind unzufrieden, dass es nicht schneller geht. Sie sind unzufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung, weil sie sagen, macht es schneller, löst das Thema. Aber dies ist eine Weltkrise und diese Weltkrise kann man nicht innerhalb kürzester Zeit lösen, sondern wir müssen langsam aber sicher diese Themen angehen. Das ist mühsam. Die beginnen ja in Deutschland. Wir haben ja gesehen, ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, was wir alles geschafft haben. Das will ich auch mal sagen. Wir haben im letzten Jahr zu Recht vehement debattiert, wo sollen wir eigentlich die Flüchtlinge unterbringen. Inzwischen haben wir 200.000 Erstaufnahmeplätze geschaffen seitens der Bundesregierung. Und warum verstehen die Menschen hat geholfen, das nicht, Frau von der Leyen? Weil sie natürlich zu Recht wissen wollen, was ist eigentlich das Ziel? Wann hört das auf? Ich muss ganz ehrlich sagen, das Ziel ist, wir wollen und müssen Europa wetterfest machen, was Migration angeht. Das ist nicht die letzte Flüchtlingswelle. Das heißt, dass wir klären müssen, erstens, wer braucht Asyl? Da gibt es ganz klare Kriterien. Aber wer kommt aus anderen Gründen, nämlich um hier zum Beispiel einen Job zu haben oder ein besseres Leben zu haben, ist individuell plausibel. Aber die können kein Asyl bei uns haben, also wieder zurückführen in ihre Länder. Zweitens, die europäischen Grenzen kontrollfest machen. Das heißt, genau zu wissen, wer kommt rein und wen können wir hier behalten und wer kann nicht hier bleiben. Drittens, untereinander auch klären, wie verteilen wir die Lasten. Und die Lasten sind Menschen und Finanzen. Wie wird das solidarisch untereinander gemacht? Und der vierte Punkt ist, wie kriegen wir eigentlich um uns herum, um Europa herum, Einfluss auf die Regionen, aus denen die Menschen fliehen, dass sie stabiler werden. Und Sie merken schon an meinen Worten, das lässt sich nicht über Nacht machen. Dazu braucht man eine starke Kanzlerin, die diesen Weg geht. Und ich glaube, Sie merken an den Reaktionen der Menschen, dass genau hingeschaut wird, dass alle Ihre vier Punkte im Moment nicht klappen, Frau von der Leyen. Oder sehen Sie es anders? Ich widerspreche auch Ihrer Analyse, dass Frau Merkel Europa zusammenhält. Das wäre wünschenswert, dass es jetzt so wäre. Ich beobachte aber das Gegenteil, denn die Entscheidung in Ungarn beispielsweise, also damals in Ungarn, die Leute eben nicht da sitzen zu lassen, die ich genauso bewerte, wie Sie sie auch bewertet haben, wie Sie alle hier wahrscheinlich bewerten, diese Entscheidung war europäisch nicht abgestimmt. Nun habe ich ja auch meine Gespräche... Mit Herrn Faymann hat sie, glaube ich, telefoniert, ja, im österreichischen Bundeskanzler. Aber es wäre viel wichtiger gewesen mit Paris oder auch mit Rom oder mit Madrid oder so. Und man hat ja da seine Gesprächskontakte. Die haben das nicht verstanden. Die haben gesagt, sie fühlen sich regelrecht überrumpelt und haben das nicht verstanden. Das war ein Fehler, den sie gemacht hat. Sie hätte vorher also anrufen können, was haltet ihr davon? Das ist ja üblich mittlerweile auf europäischer Ebene. Ich habe die und die Entscheidung vor. Könnt ihr mir dabei helfen? Das hat sie nicht gemacht. Das war ein Fehler. Aber ein solcher Fehler verstärkt sich ja, wenn vorher schon Entscheidungen vorausgehen, die ebenfalls nicht akzeptiert waren. Das war einmal die Behandlung eben des Themas Griechenland, wo ja auch erhebliche Widerstände in Europa groß geworden sind. Beispielsweise Renzi hat ja einmal gesagt, jetzt reicht's langsam. Ich habe ihn auch in CNN gesehen, wie er dort mit Clinton saß und Soros und gesagt hat, uns hat man nicht geholfen, als in Lampedusa all die Leute kamen, hat gesagt, guckt mal zu, wie ihr klarkommt, jetzt können die anderen mal sehen, also so wörtlich hat er sich dort ausgedrückt. Also es ist so, es ist Frau Merkel leider nicht gelungen,
in Europa eine Zusammenarbeit zu organisieren. Sie hat zu oft eben allein entschieden und das rächt sich jetzt. Es wäre aber notwendig gewesen, tatsächlich Europa einzubeziehen und europäisch abgestimmt vorzugehen. Wenn ich das sagen darf. Jetzt sind wir bei viel Rückschau im Moment, ne? Weil Sie nach den Fehlern fragen. Ich bin von der Richtigkeit Ihrer Politik 100% überzeugt. Aber sie hat die Menschen dabei nicht mitgenommen. Ungewöhnlich für einen Journalisten. Ja, weil ich das, Entschuldigung, ich das für richtig halte, diese schnellen Lösungen, wir schließen die Grenzen oder wir verkünden Obergrenzen, sie klingen einfach, sind aber die viel komplizierteren, weil sie nicht eingehalten werden können. Dann wird es noch viel schwieriger. Das, was jetzt europäisch geplant wird mit der Türkei, ich will das nicht wiederholen, hat Sinn und Verstand. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Die Regierung hat zwei Fehler gemacht. Sie hat viel zu schlecht kommuniziert mit den Menschen im Land. Also sie hat nicht ausreichend erklärt, was sie tut und warum sie es tut und warum die schnellen Lösungen nicht funktionieren. Sie hat sich geflüchtet in allgemeine, abstrakte Formeln. Ja. Ich will eine europäische Lösung, alte Menschen sehen, aber die Polen werden nicht mitmachen, die Ungarn machen. Wo bleibt dann die Europäer? Die glauben nicht mehr dran. Gemeint ist aber in Wahrheit, dass ungefähr die Hälfte der europäischen Länder dabei ist, eine gemeinsame Lösung zu finden. Sie hat noch auf dem CSU-Parteitag, wo sie schlecht behandelt worden ist, hat sie gesagt, wir wollen aus illegaler Migration legale Migration machen. Diese Formel hat sie öfters gebraucht. Darunter kann sich niemand was vorstellen. Das muss man konkret erklären. Dass sie erklärt sich schlecht. Sie erklärt sich schlecht. Der zweite große Fehler, den alle gemeinsam gemacht haben. Der Bundestag hat diese Öffnung der Grenzen, die deutsche Flüchtlingspolitik, nie positiv abgesegnet. Es gibt keinen Beschluss des Bundestags. Hätte es dringend geben müssen, weil das eine ganz wichtige Entscheidung ist. Aus Wahrnehmung der Wähler besteht der Bundestag nur aus Befürwortern und die Opposition findet sich gar nicht. Wenn es eine, und das geht nicht, das ist demokratisch unhaltbar, da spielt der AfD in die Hände, die argumentiert, da sitzt ein Kartell von Parteien, die mit dem Volk nichts mehr zu tun haben. Aber jetzt können die Parteien sich ja nicht verbiegen können, sagen, jetzt bin ich mal dagegen. Nee, doch, aber wenn man eine Entschließung rechtzeitig zur Abstimmung gestellt hätte, hätten Teile der CDU nicht mitgestimmt, hätte man gesehen, da gibt es Widerstand, die CSU hätte nicht mitgestimmt, vielleicht ein paar Leute aus der SPD, vielleicht die Hälfte der Linken aus Grundsatzgründen nicht, die stimmen nicht mit der Großen Koalition. Jedenfalls hätte man eine Diskussion im Bundestag gehabt und die muss es wieder geben. Und falls es Kontingente gibt, möchte ich auch, dass nicht die Regierung die Kontingente festlegt, sondern der Bundestag sie beschließt, damit es eine Debatte drüber gibt. Aber darf ich mal eben sagen, wir haben die doch die ganze Zeit. Nein, durch Schweigen. Asylpaket 1, was hat es für eine vehemente Debatte darüber gegeben, ob es möglich ist, Sachleistungen statt Geld den Asylbewerbern zu geben, ob es möglich ist, sichere Herkunftsländer, Albanien, Kosovo, Mazedonien. Das haben wir inzwischen alles abgestimmt. Alles Sie haben dagegen gestimmt. Also das darf man immer nicht vergessen. Die Öffnung der Grenzen ist nicht beschlossen worden vom Bund. Die ist formal demokratisch nicht legitimiert. Die Grenzen sind offen. Wir sind in Schengen. Die Grenzen sind offen in Deutschland. Die Entscheidung zu dieser Flüchtlingspolitik ist nicht demokratisch legitimiert. Sie können das Wichtige sind ja die einzelnen Schritte, die wir national, dass wir unser Asylrecht schärfen, das haben wir gemacht, dass wir klären, aus welchen Ländern nehmen wir keine Migranten, die sich als Flüchtlinge deklarieren, sondern sie müssen zurück. Das sind Albanien, Kosovo, Mazedonien. Die Zahlen sind drastisch gesunken seitdem. Jetzt kommen Marokko, Algerien, Tunesien, die werden diskutiert. Und da werden wir im Bundestag auf das Asylpaket 2 verständigen können. Dann wissen wir, weil seit gestern das schon wieder gestritten wird. Und dann werden wir sehen, ob die Grünen und die Linken die Hand dazu heben werden oder nicht. Das wird interessant sein. Also da kann man ganz klar auch deutlich zeigen, ob man diese Politik unterstützt oder nicht. Herr Schneider, würden Sie zugehören, wenn Sie angerufen worden wären von Infratest DIMAP zu den 81%, die gesagt haben, die Bundesregierung hat die Sache nicht im Griff? Ja, hätte ich zugestimmt. Ich finde auch merkwürdig, also hier sind ja zwei vehemente Verteidiger von Frau Merkel und ich sage nochmal, ich habe größten Respekt vor dieser Frau. Aber es ist nicht so, dass es ihr gefehlt hat an Kommunikation, Herr Jörges, sondern es sind unglaublich viele schwerwiegende Fehler passiert. Ich will mal einige aufzählen. Wir wissen heute zum Beispiel von dem BAMF, dem Bundesministerium für Migranten und Flüchtlinge, dass 40-50% derjenigen, die hier sind, überhaupt gar keinen Anspruch auf Asyl haben. Das Zweite ist, wir werden diese Leute nicht, wie es immer heißt, auch mit neuen Gesetzen wieder los. Wir wissen aus der Erfahrung, dass die Länder, aus denen diese Leute kommen, sie gar nicht wieder nehmen. Und es kommt hinzu, dass ganz viele dieser Leute, die sind übrigens nicht, wie man immer denkt, einfach eine
eine amorphe Masse von notleidenden Menschen. Das sind Leute, die ganz genau wissen, was sie für Pläne haben. Das sind Individuen, die haben verschiedene Strategien, warum sie hier sind. Und es ist einfach eine Tatsache, dass wir, ich weiß nicht, 100.000 oder noch mehr Leute hier haben, die gar keine richtige Identität haben. Das halte ich für ein riesiges Problem. Wir können doch nicht einfach sagen, hier sind keine Fehler passiert. Und das merken doch die Leute. Die haben doch das Gefühl. Und jetzt muss ich noch etwas sagen. Also bin ich gespannt, was Herr Jörges mir sagt mit der Obergrenze. Ich finde es einen Holy Grail, dass wir keine Obergrenze nennen dürfen. Ein ganzer Parteitag der CDU hat stattgefunden, wo dieses Wort verboten war. Und alle haben sich dran gehalten. Da habe ich gedacht, wo bin ich eigentlich? Ja? Und wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, nehmen Sie, wer kann denn aus welchem Grund, aus welchem Hochmut der Meinung sein, dass wir nicht auch demnächst vor einer schwedischen Entscheidung stehen? Wo nehmen wir das her? Die Österreicher haben eine Obergrenze genannt. Sagen Sie mir bitte, wie man es denn nennen soll, wenn wir irgendwann sagen, es sind zu viele, wir schaffen es nicht mehr. Haben wir dann eine Obergrenze erreicht, ja oder nein? Das ist doch ein völliger Wirrwarr, dass mit diesem Begriff nicht gearbeitet werden kann. Den hat Frau Merkel persönlich verboten. Ich sehe es nicht ein. Weil er nicht durchsetzbar ist und zu einem, wie soll ich das sagen, zu einem politischen Mythos der CSU geworden ist. Aber ist das nicht ein bisschen albern, Moment, vor dem Hintergrund, dass die Bundeskanzlerin mindestens mal seit November ja auch sagt, sie wolle die Zahl der Flüchtlinge reduzieren, drückt sich aber um ein Wort herum. Wollte, ist das nicht ich albern? Wollte es gerade versuchen zu erklären. Wir werden ja hoffentlich Obergrenzen kriegen. Zunächst mal müssen wir feststellen, das sagen Sie jetzt auch. Ja, das habe ich schon immer gesagt. Dass wir nicht jedes Jahr 1 Million Flüchtlinge aufnehmen können, ist doch inzwischen Konsens. Also darüber, ist das die Obergrenze? Darüber mindestens. Das ist keine Obergrenze. Ja. Das ist ja Konsens zwischen allen Parteien. Es gibt ja darüber gar keinen Streit mehr. Darin sind sich alle einig. Die Frage ist, womit reduziert man, auf welchem Weg reduziert man die Zahl der Flüchtlinge? Und wenn es, ich hoffe es sehr, wenn es diese Kontingente gibt, haben sie eine Art von Obergrenze, aber keine Kontingente. Und zwar die sind es dann. Und sie sind die vernünftigeren, statt wie die CSU zu verkünden, die werden wir auf irgendeine seltsame Weise an den Grenzen durchsetzen. Keiner weiß wie. Ja. Wir werden Obergrenzen haben. Und ich hoffe, dass der Bundestag sie beschließt und sie demokratisch legitimiert. Ich glaube nicht, dass alle schon verstanden haben, dass wir sowas wie eine Obergrenze bekommen. Denn wenn Sie dem Bundespräsidenten zuhören, dann fordert er ja ein ums andere Mal und zeigt sich erkennbar geplagt mit der Frage, dass es sowas wie Begrenzungsstrategien geben müsse und dafür gäbe es auch gute Gründe. Ich will Ihnen einen O-Ton vorspielen, der diese Woche im Radio gelaufen ist, den ich gut fand, der aber an das anknüpft, was er auch an anderer Stelle, nämlich in Davos beispielsweise, auch schon gesagt hat. Wenn in der Mehrheitsgesellschaft das Gefühl dafür, dass Solidarität unser Lebensatem ist, wenn das schwinden würde und aus Angst und Abwehr sich eine kollektive Identität entwickeln würde, die immer nur schreit, das Boot ist voll, dann hätten wir eben auch ein moralisches Problem und nicht nur ein politisches. Und deshalb bin ich dann zu der Überzeugung gelangt, dass es in der Bemühung, möglichst vielen helfend zur Seite zu stehen, begründet sein kann, dass man nicht allen hilft. Frau von der Leyen, baut der Bundespräsident Angela Merkel hier die nächste Brücke, über die sie gehen könnte? Ich kann das absolut nachvollziehen, wie er es formuliert und was er sagt. Das, was Sie eben angefangen haben, Herr Jörges, zu erklären, ist ja eigentlich die Quintessenz, dass man nicht am Anfang dieses Prozesses, ich sag mal, eine dumpfe Zahl hinstellt und sagt, bis dahin, ich mach's mir jetzt etwas einfach, kann jeder kommen, ganz egal, ob er oder sie einen Grund hat, tatsächlich zu flüchten oder nicht. Und dann machen wir die Schotten dicht und der Rest soll zusehen. Oder ob man es andersrum macht, und das ist der längere, mühsame und zähe Weg, den Angela Merkel geht. Nämlich zu sagen, erstens, wir Europäer zusammen müssen einig sein, wie wir die, die tatsächlich Asyl brauchen, weil sie verfolgt sind, weil sie vor den Fassbomben Assads fliehen, weil sie vom IS gejagt werden, wie wir denen Schutz geben. Und ich glaube, niemand in der Runde würde sagen, nein, die soll man zurück ins Mittelmeer schubsen. Aber dass diejenigen, die nicht hier bei uns bleiben können, auch konsequent zurückgeführt werden. Es ist diese Frage der Außengrenzen europäisch. Und dann, sagt sie zu Recht, muss man mit der Türkei sprechen, die ist das Schlüsselland. Mhm. Jordanien, Libanon haben viele Flüchtlinge, dann wäre es klüger,
Kontingente der tatsächlich Asylbedürftigen zu nehmen zu uns, als dass wir diese chaotischen Zustände an den europäischen Außengrenzen haben, wo ja die Schleuser und die organisierte Kriminalität fröhliche Urstände feiert. Ist ja auch nicht zu fassen, dass die zum Schluss ja eigentlich darüber bestimmen, wie viel Flüchtlinge von der Türkei nach Griechenland kommen. Das kann ja nicht ein haltbarer Zustand sein. Also da aufzuräumen, das ist genau richtig. Und dann steht am Schluss das Kontingent der legalen Flüchtlinge. Und wir haben eine Ordnung, wie sie Europa erhält, Europa nicht zerstört und trotzdem human ist. Und das sollte es sein. Frau von der Leyen, aber wenn Sie noch mal sich die Sätze des Bundespräsidenten vergegenwärtigen. Meine Frage war ja, ist das die nächste Brücke, die er ihr baut, über die sie gehen da könnte? Ist sie schon längst rübergegangen. Und was? Ja, ehrlich? Nee. Ja, nee, wenn es so wäre, glaube ich nicht, dass Herr Gauck sich ein ums andere Mal bemüßigt fühlen würde, es zu sagen. Denn was er doch macht, ist, dass er sagt, er sieht eine riesige Gefahr. Ich kann das ja hier nochmal in Teilen zitieren. Er sieht, dass sich die Gesellschaft radikalisiert. Er nennt es anders, viel schöner. Er fürchtet, dass sich eine kollektive Identität entwickeln würde, die immer nur schreit, das Boot ist voll. Und wenn das passiert, dann haben wir eben ein moralisches Problem. Und dann bricht nämlich die Hilfsbereitschaft weg. Ja. Ich denke, das fürchtet er und sieht doch dafür genügend Anlass, sonst würde er es nicht sagen. Ja, er hat ja recht. Und der recht. Mann, ich glaube, er hat ja recht. Wir haben vorhin darüber gesprochen, die hohe Unzufriedenheit der Bevölkerung, dass es nicht schneller geht. Und er hat ja recht, dass aus diesem Gefühl, das muss alles schneller gehen, Verzagtheit kommt und Ungeduld und eben dieses, wie er es ausdrückt, dass der Ruf nach das Boot ist vollkommen. Wir sind ja alle aufgefordert, das ist es ja, wir sind ja alle aufgefordert, miteinander diesen Weg zu gehen, dass wir sagen, einerseits, das sind die Ziele, die wir erreichen wollen, aber andererseits, es kann nicht so schnell gehen, wie wir uns das wünschen. Schauen wir uns dieses Wochenende an. Assad legt einen Bombenteppich mit Putin über Aleppo. 70.000 Menschen sind auf der Flucht. Der Wiener Prozess, der richtig angelegt ist, um in Syrien Stabilität zu geben, ist schwer im Stocken, um es mal so zu sagen. Aber ich hoffe, er geht weiter. Wir merken also, dass es nicht nur eine Frage ist, ob wir zu Hause über Obergrenzen ja oder nein diskutieren, sondern dass viele andere Faktoren dahinter hängen. Und umso wichtiger ist es, dass wir Europäer zusammen uns richtig aufstellen, damit wir eben auch in diesen Regionen dann Antworten finden. Und diese Spannung zwischen Geduld haben und diesen zähen Weg gehen und die Ungeduld zu Recht der Bevölkerung zu sagen, wir wollen schneller Erfolge sehen, das ist es, was der Bundespräsident thematisiert. Da hat er recht. Sie sind sehr freundlich mit ihm. Er hat einen wichtigen Gedanken nach meiner Auffassung in die Debatte eingeführt. Die Solidarität muss innerhalb einer Gesellschaft lebendig sein. Und hier ist die Frage, ist die Politik der Kanzlerin dazu geeignet? Und da sage ich nein. Genauso wie ich sage, sie hat europäisch nicht koordiniert, so sage ich, und das ist das Gravierendste aus unserer Sicht, sie hat nicht die Weichen gestellt, dass die Aufnahmebereitschaft hier richtig ist. Denn die Leute sprechen mich nicht in erster Linie an und sagen, es geht nicht schnell genug mit den Anträgen. Es kommt eine ganz andere Debatte. Diejenigen, die eben nicht in den mittleren Schichten oder besser verdienten Schichten sind, sagen, was ist denn mit uns? Mhm. Ihr habt uns jahrelang erzählt, für eine Rentenerhöhung ist kein Geld da. Ihr habt uns jahrelang erzählt, es geht nicht, den Mindestlohn zu erhöhen. Ihr habt uns jahrelang erzählt, Hartz IV, 5 Euro ist aber wirklich genug. Und jetzt auf einmal gibt es keine Grenzen mehr. Und das geht bis in die mittleren Schichten hinein, wo dann Frauen zu mir kommen und sagen, jahrelang habt ihr uns erzählt, ihr könnt keine Lehrer einstellen. Und jetzt auf einmal geht das alles. Und die Politik der letzten Jahre, die ich eben mal so beschreiben möchte, dass man eben zugelassen hat, dass über Leiharbeit, Werkverträge, Mindestlohn und so weiter die Solidarität innerhalb der Gesellschaft massiv beschädigt worden ist. Diese Politik hat natürlich auch die Aufnahmebereitschaft in der Bevölkerung erheblich geschwächt, denn es ist das gute Recht von Leuten, die sich ausgegrenzt fühlen, zu sagen, was ist denn mit mir? Es hätte zumindest eine Geste jetzt mal gebraucht, dass man gesagt hätte, na gut, also ich sage jetzt mal, wir heben den Mindestlohn an, beispielsweise in dieser Zeit. Unsere Nachbarn haben ja bekanntlich einen viel höheren. Oder es bleibt nicht bei den 5 Euro da beim Hartz-IV-Satz. Oder man hätte zumindest gesagt, wenn jetzt stärkere finanzielle Lasten kommen, dann werden wir auch mal die Millionäre zur Kasse bitten. Das ist ja alles nicht gesagt worden. Ich habe das in die Formel gekleidet. Der Tisch darf nicht von den Schwachen gedeckt werden. Er muss von den Reichen gedeckt werden. Und das ist ein Fehler, den Frau Merkel gemacht hat. Und deshalb schwindet die Solidarität in unserer Gesellschaft. Die große Frage ist, wie ist das zu erklären, dass die SPD diese ganzen Argumente nicht vorträgt. Also
Man muss ja verstehen, was da passiert ist. Die Kanzlerin hat mit großem Geschick jedes lebensfähige Pflänzchen im Garten der SPD umgetopft und darauf das Label CDU geschrieben. So, das ist ein Vorgang, der schon... Sehen die CDU noch umgekehrt. Ja. So. Ich sehe es wieder anders. Aber die deutsche Wirtschaft hat die Label geklebt. Wie ist das möglich, wenn mich jetzt jemand ständig links überholt, dann muss ich mal gelegentlich den wieder rechts überholen. Aber das schafft die SPD nicht, weil sie in Ideologien befangen ist. Wird sie zerrissen. Und, Die sind da ganz fürchterlich. Auch eine Partei, die den besten Mann, es gibt wahrscheinlich noch bessere Frauen, einen Waschlappen ins Gesicht schmeißt und dann soll man diesen Mann wählen. Das kann ja gar nicht gut gehen. Ich möchte noch mal einen ketzerischen Satz zum Bundespräsidenten sagen. Wir waren bei der Radikalisierung der Gesellschaft, warum sagt er das? Der Bundespräsident weiß ganz genau, und zwar im Detail, wie der Gang der Dinge der Verhandlungen der Bundesregierung ist, dass jetzt die 3 Milliarden in Europa zusammen sind, dass danach die Londoner Flüchtlings-Syrien-Konferenz kam, die 9 Milliarden zusammengebracht hat. Das wusste er da noch nicht, doch, als er das Interview gegeben. Ist ja ganz neu jetzt, was er gesagt hat. Ja, so, dann weiß er, dass am 18. 19. ein europäischer Gipfel ist, auf dem die Kontingente beschlossen werden sollen. Das erklärt er nicht den Leuten, sondern er schmeißt sich auf die Seite der Mehrheit und sagt, ich denke wie ihr. Wenn man es positiv interpretiert, kann man sagen, er will den Menschen sagen, dass nicht alle aus der herrschenden Politik an ihnen vorbeischauen. Wenn man es negativ formuliert, wird man sagen, er will einfach bei den stärkeren Bataillonen sein. Gut finde ich das nicht. Was genau ist falsch daran, dass man sich anschaut, was sich tut innerhalb einer Gesellschaft? Ja. Herr Lafontaine hat das Gefühl der Entsolidarisierung angesprochen. Der Bundespräsident spricht die Radikalisierungs- und Verrohungstendenzen an. Die sehen Sie ja auch, Herr Jörges. Was ist genau falsch daran? Auch unter dem Gedanken einer ansteigenden Politikverdrossenheit, dass sich Politiker damit befassen. Dass Politiker vielleicht dies wissen, erklären können, was stattfindet, weil es die Menschen nicht erklärt kriegen. Dazu könnte ein Bundespräsident beitragen. Und im Übrigen, erst recht, habe ich ja vorhin gesagt, aber was natürlich eine Riesengefahr ist, wenn die Zahl der Flüchtlinge nicht eingegrenzt wird, fliegt uns die Gesellschaft um die Ohren. Der Leipziger Polizeipräsident hat vor ein paar Tagen gesagt, in Sachsen herrsche Pogromstimmung. Wir können uns daran erinnern, wann es in Deutschland mal ein Pogrom gegeben hat, ein richtiges. Ja? Wenn ein Polizeipräsident das sagt, ist das ein Alarmzeichen erster Ordnung. Schon allein deshalb, damit das Land nicht völlig auseinanderfliegt und in Gewalt untergeht, muss die Zahl der Flüchtlinge reduziert werden. Da möchte ich was dazu fügen zu dem, was Sie sagen, Herr Jörges. Also ich möchte auch Ihre Meinung dazu hören. Wir haben das Phänomen, dass in Deutschland noch am wenigsten, da haben wir nur die Alternative für Deutschland. Aber schauen Sie sich mal um, ringsum und herum. Wie erklären wir uns, wie werden wir damit fertig, dass ehemals liberale Länder, Einwanderungsländer, die übrigens, muss man Frau Merkel noch mal hoch anrechnen, sie war die Erste, die gesagt hat, wir sind ein Einwanderungsland. Ich erinnere mich an Helmut Kohl, der noch 2000 das geleugnet hat. Aber wie werden wir damit fertig, dass Länder wie Dänemark, wie Schweden, wie Holland, von Frankreich ganz zu schweigen, von England, Herr Nigel Farage und so weiter, dass die alle jetzt riesige, massive Rechtsbewegungen haben, ehemalig liberale Länder und so weiter. Und wir beten uns ein, das wird bei uns nicht kommen. Frau von der Leyen, antworten Sie gleich darauf. Ist das ein Punkt, der Sie plagt, bei dem Sie sagen, es wird nicht mehr reichen, daran zu appellieren, dass die Menschen Geduld haben? Die Menschen wollen Erfolge sehen, aber ich möchte auf diese Themen noch mal eingehen. Herr Lafontaine, ich habe mich eben wirklich irritiert bei dem, was Sie da gezeichnet haben an Deutschland. Sie haben schlankweg einmal in den Senkel gestellt den gesamten Anteil der Bevölkerung, der Großartiges geleistet hat in den letzten Monaten mit den Flüchtlingen. Und ich finde, das muss man schlicht und einfach auch mal anerkennen. Und nicht einfach nur die ohne weiteres in den Senkel stellen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich weiß, was Sie wollen. Sie haben versucht, das zu instrumentalisieren, indem Sie jetzt... Aber es hat was zu tun mit Solidarität. Ja, okay, aber das waren die Menschen, das waren die Helfer. Ich will nicht damit sagen, dass das reicht. Ich will nicht damit sagen, dass das reicht. Jetzt kommt vor allen Dingen diese schwierige Phase, wo die vielen Menschen, die zu uns gekommen sind, zum Teil integriert werden müssen. Viele möchten auch zurück in ihre Heimat. Also wir müssen ihnen auch die Brücke bauen, dass sie eines Tages wieder zurück können nach Syrien zum Beispiel. Aber ich finde, auch da können wir feststellen, wir sind inzwischen ein
reiches, wohlhabendes, gut aufgestellt, sozial gefestigtes Land. Und was das Kostbarste vielleicht ist, im Vergleich zu vor 20 Jahren Einwanderungswellen, haben wir heute einen großen Konsens darüber, was in der Integration passieren soll. Ich kann mich noch erinnern, wie Friedrich Merz gesagt hat, Leitkultur, schrien alle auf. Heute nehmen die Grünen dieses Wort sogar in den Mund. Ich muss auch sagen, meine Partei vor 10, 20 Jahren hat gesagt, wer zugewandert ist, auf keinen Fall zur Schule, auf keinen Fall Sprache lernen, auf keinen Fall an den Arbeitsmarkt, war genauso falsch. Das heißt, wir haben heute einen großen Konsens darüber, wie es funktionieren soll. Die müssen sich an die Regeln halten. Die müssen sich an die Regeln halten. Sofort Arbeit, sofort Sprache, sofort Schule, weil wir wissen, dass es besser ist und sinnstiftender ist. Und ich finde, es gehört auch dazu, einfach mal zu sagen, das ist ein gutes Fundament, auf dem man aufbauen kann. Aber Herr Lauch, schmälert nicht die Probleme, die auf uns zukommen. Aber es ist eine Ausgangsbasis, die so ist. Und das sollte man auch einfach Tendenzen, mal sagen. Die man sieht bis hin dazu, ich weiß nicht, ob das alles zusammengehört, aber manch einer schmeißt das zusammen, 12% im Moment für die AfD in den Umfragen. Das war ja die Frage. Was ist darauf die richtige Antwort und wie lange ist noch die richtige zu sagen? Habt Geduld. Ja, nein, die richtige Antwort auf die AfD ist, und das zeigt sich ja in diesen Tagen auch, konsequent sie stellen, dass sie nicht nur sich hinstellen und die Sorgen der Menschen verbalisieren und zuspitzen, das tun sie, sondern dass sie auch Antworten geben, wo die Lösungen sind. Und wir haben ja gesehen, was dann passiert, wenn sie mal wirklich dann die Antwort geben müssen, fällt ihnen ein, dass man auf Flüchtlinge schießen sollte an der Grenze, wenn man sich nicht durchsetzen kann. Das kann es ja wohl nicht sein, da wollen wir ja wohl nicht hin. Und genau da muss man auch die AfD entlarven und stellen. Das ist der Punkt, den man dann nehmen soll. Großes Durcheinander innerhalb der Altparteien. Ich übernehme jetzt mal geplant die Diktion der AfD, ohne ansonsten irgendwas mit ihnen zu tun zu haben. Aber das große Durcheinander können sie nicht ganz wegläufen. Leugnen. Frau von der Leyen hat auch eine Rolle gespielt, indem dass die Menschen sagen, au wei, au wei, so richtig haben wir nicht den Eindruck, dass die Bundesregierung das Ganze im Griff hätte. Und wer hat das immer und die ganze Zeit vorgetragen, können wir uns ja auch noch mal anschauen. Man fragt sich, wieso hat die Bundeskanzlerin das so lange zugelassen? Die CSU. Es gibt keinen Plan in Berlin. Das System kollabiert. Das hält auf Dauer keine Gesellschaft aus. Schon seit Monaten Sperrfeuer aus München gegen die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel. CSU-Parteitag im November. Horst Seehofer degradiert die Kanzlerin zur Statistin auf offener Bühne. Frostige Stimmung auch in Wildbad Kreuth im Januar. Die politischen Bemühungen von Angela Merkel für die Schwesterpartei weiter unzureichend. Uns reicht das nicht. In einem Brief vom 26. Januar schreibt der bayerische Ministerpräsident an die liebe Angela: Die bayerische Staatsregierung erwartet endlich wirksame Maßnahmen durch den Bund zur Begrenzung des Flüchtlingsstroms. Horst Seehofer droht in dem Brief offen mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Auch außenpolitisch Abgrenzung zur CDU-Linie. Diese Woche reiste Seehofer nach Moskau. Handshake mit Wladimir Putin. Warum genau, Frau von der Leyen, lässt Angela Merkel das alles zu? Die beständigen Störfeuer aus der CSU, auch aus der eigenen Partei, die CDU entdeckt auch das Briefeschreiben wieder und schreibt an die Bundeskanzlerin kritisch. Warum lässt sie das zu? Naja, wir leben in einer Demokratie, wo es die freie Meinung gibt. Gott sei Dank, kann ich nur erst mal dazu sagen. Aber es wäre ja nicht normal, wenn diese Themen werden ja in der Bevölkerung rauf und runter debattiert, wenn die nicht auch in der Partei debattiert würden. Und das zeigt und eigentlich auch, dass es nicht ganz Frau stimmt, was am Anfang macht, hier gesagt wurde. Am Anfang wurde ja gesagt, wir reden nicht genügend, wir erklären nicht genügend. Vielleicht erklären wir nicht genügend die einzelnen Schritte, weil das echt eine lange Kette ist, die auch mühsam zu durchdringen ist. Aber diskutieren, debattieren, tun wir in der gesamten Breite, wie man ja eben da in diesem Einspieler auch sehen kann. Nee, da haben wir was anderes gesehen. Ganz doch, man genau, sieht die Position auch, von der einen Seite bis zur anderen. Aber was und die ganze CSU Debatte macht, ist geht ja nicht diskutieren, weg. Ist beleidigen. Das machen die. Und warum lässt sie das zu? Nein, also ich meine, nochmal, es ist freie Meinungsäußerung und jeder muss seinen eigenen Stil wählen, um damit dann auch sich mit seiner Meinung zu präsentieren. Da bleiben wir jetzt mal ganz schön dabei. Wir sind hier nicht ein Verein, wo von oben Ordre de Mufti gesagt wird und danach gehandelt wird. Naja, also, nein, und ich finde außergewöhnlich, wenn Mitglieder der eigenen Regierung gegen die Regierungschefin schießen. Ja, aber ich finde außergewöhnlich, das zeigt ja auch die außergewöhnliche Situation. Diese breite Debatte um den richtigen Weg. Das zeigt ja auch, dass die Lösung eben nicht einfach
eine Obergrenze oder einmal Grenzen schließen. Sie waren Parteivorsitzender, Herr Lafontaine. Kann man sich das gefallen lassen oder geht mit einer solchen Demütigung, wie sie Horst Seehofer gewagt hat auf dem Parteitag im November, eine Beschädigung der Autorität einher, die man nicht wieder einsammeln kann? Ja, sie hat ja einen anderen Stil, das muss man ja festhalten. Der hat ja auch Sympathien gebracht, ihr Stil. Sie ist ja oft sehr zurückhaltend und geht nicht so nach vorne. Und manchmal lässt sie die Leute ja auch auflaufen. Das ist ja ihr Stil bisher gewesen. Aber jetzt merkt man natürlich, dass sie schwächelt, wenn sie darauf hinaus wollen. Das kann jetzt abgestritten werden. Aber das ist mit Händen zu greifen. Sie schwächelt. Deswegen fängt sie ja auch an, die Kurve zu bekommen. Sie merkt, sie kommt so nicht mehr durch. Wie das weitergehen wird, das weiß ich nicht. Aber es ist natürlich ein Problem, wenn innerhalb der Regierung ein solches Durcheinander herrscht. Bis hin jetzt zu dem jüngsten Fall, dass man nicht weiß, was man eigentlich vereinbart hat. Das ist einfach auch nicht... In Sachen Familiennachzug von Minderjährigen. Das ist einfach zumindest mal sehr, sehr ungewöhnlich. Und bei der CSU ist das Besondere, dass sie ja eigentlich eine tragende Regierungspartei ist und trotzdem eben jeden Tag draufhaut. Das ist zumindest nicht die Normalität. Aber was ja etwas zu kurz gekommen ist, bei all dem immer noch im Inneren, also die ganzen Gesetze und so weiter, ist die sogenannten Fluchtursachen. Also weil Sie ja vorhin gesagt haben, ja, würden Sie zustimmen. Die Politik muss ja konsistent sein. Ich habe gesagt, europapolitisch nicht eingebunden. Ich habe gesagt, sozialpolitisch nicht abgefedert und außenpolitisch eine Katastrophe. Denn es wird ja immer noch gebombt. Ich meine, was nützt das Ganze, wenn wir hier Gesetze machen und was weiß ich, wenn die Bomben in Syrien fallen? Die Menschen fliehen vor diesen Bomben. Wir haben eben seit vielen, vielen Jahren Krieg im Vorderen Orient und da wäre es eben an der Zeit, dass man eben auch einmal von der deutschen Außenpolitik eine eigenständige europäische Außenpolitik formuliert, die sagt, wir machen nicht jeden Rohstoffkrieg der Amerikaner mit. Wir sagen hier einen Stopp, dann kann man im Nachhinein die Fass bomben und kann auch Putin, aber die Amerikaner bomben da seit zehn Jahren oder noch länger. Wir haben dort eine richtige Katastrophe. Und solange das weitergeht, wird man also immer Flüchtlingsströme haben. Dazu kommt eine völlig verfehlte, wenn man so will, Globalpolitik. Ich nenne mal ein Stichwort, Freihandel. Solange wir den Freihandel der jetzigen Praxis haben. Der Freihandel führt dazu, dass eben in Afrika und in Asien und so weiter keine eigenständige Wirtschaft groß wird, weil die Großkonzerne liefern. Und wir lassen... Wir lassen die Menschen da mal verarmen und wundern uns, dass sie dann zu uns kommen. Da müssen wir nur die Agrarsubventionen machen und so weiter. Warum wollt ihr noch nicht mal darüber reden? Solange man Agrarsubventionen nicht kürzt, solange verarmen ganze Landstriche in Afrika. So ist das. Herr Lafontaine, wenn ich Sie so höre, dass Sie den Rohstoffkrieg der USA, so haben Sie es genannt. Ja. Würden Sie das ins Gesicht von Jesiden sagen, die vor dem IS im Sinjar-Gebirge geflohen sind? Und denen sagen, ihr seid hier abgeschlachtet, weil es ein Rohstoffkrieg der USA wäre? Ja. Wie wollen Sie den IS eigentlich stoppen, wenn Sie da nicht robuste Mittel dagegen setzen? Der IS verhandelt nicht. Der IS köpft. Und das ist eine Tatsache, Herr Lafontaine. Er hat selbst gesagt, man kann sich nicht alles so einfach reden. Energiepolitik, dass unsere jungen Leute nicht mehr für Öl sterben müssen. Also wenn der amerikanische Außenminister das sagt, dann sollten Sie es endlich mal... Aber wo sind wir jetzt in der Diskussion? Wir sind jetzt in der Diskussion eben da. Das ist, ich habe Sie da nicht hingeführt, aber in Syrien, das zeigt ja gerade auch die Schwierigkeit. Einerseits in Syrien müssen wir robust auftreten. Der IS kennt keine Gnade. Aber andererseits muss man dort den politischen Prozess nach vorne bringen, dass es ein Syrien auch gibt, das eines Tages wieder aufgebaut werden kann. Und das ist der Punkt, der wieder zurück zu uns führt, damit die Menschen zurück in die Heimat können. Absolut. Und damit sind wir im Übrigen auch noch mal zurück. Dazu wollten Sie was sagen, Herr Jörges, zu dem Treffen gerade diese Woche, wo Horst Seehofer mal den flotten Reserveaußenminister gibt und trifft sich mit Herrn Putin als der, offensichtlich in Unterstützung von den Assad-Truppen, Aleppo bombardiert. Wollten Sie dazu was sagen? Dazu wollte ich nichts sagen. Aber wenn Sie es gerne hören wollen, sage ich was dazu. Ich glaube, dass dieser Spuk der CSU, anders kann man es ja nicht nennen, Sie haben den Ausschnitt gezeigt, als Seehofer sagte, die Regierung hat keinen Plan. Ja. Das ist definitiv falsch. Über den Plan haben wir von Anfang an geredet. Den kannte er auch. Seehofer hat sich entschlossen, gegen Merkel zu Feld zu ziehen, weil die CSU eine einzige Angst davor hat, dass es nämlich rechts von ihr eine Partei gibt und sie die absolute Mehrheit in Bayern verliert. Das ist das Ende ihrer Macht
in Bayern. Das ist ihre Angst. Und sie hat, wie häufig in solchen Situationen, die Parteien, die sowas tun, aus Angst vor einem Feind, machen den Feind erst recht stark. Sie hat die AfD stark gemacht, nicht klein. Sie hat die AfD legitimiert, indem sie deren Argumente öffentlich verbreitet hat, die ganze Zeit. Und dass die AfD heute so stark ist, hat einen guten Anteil an der Polemik der CSU. Was soll Merkel dagegen tun? Aber hätte sie es denn stoppen müssen? Ich habe eine viel einfachere Erklärung, warum. Noch zwei Sätze sagen. Sie hätte mehr erklären müssen, sie hätte auch mal kontern müssen und sagen müssen, eure Lösungen taugen das und deshalb nicht. Hätte sie auf dem Parteitag ruhig sagen sollen, sie ist nicht so strukturiert. Sie denkt sich vermutlich, hat sie ja angekündigt, Mitte Februar nach dem EU-Gipfel wird sie Bilanz ziehen. Hat ihr Plan eine Aussicht auf Erfolg oder sie muss ihn verändern? Und sie hofft natürlich darauf, dass sie die CSU durch Erfolg ihres Plans wehrlos macht. Dann stünde Seehofer in der Tat komisch da. Und warum fährt er zu Putin? Weil solche prinzipiellen Fremdenfeinde sich gut verstehen, über die Grenzen hinweg. Und Putin schätzt ihn sehr. Seehofer stabilisiert Deutschland. Und das mag Putin im Augenblick sehr. Wir sehen es an der Kampagne wegen der angeblichen Vergewaltigung des Mädchens. Kam doch noch eine Antwort auf die Frage. Ja, weil Sie es hören wollten, sage ich es gerne. Sehr gut. Aber ich möchte gar nicht weiter als nur diesen einen Satz sagen. Ich habe eine viel einfachere Erklärung, warum Sie den Seehofer machen lässt. Weil er ziemlich oft das sagt, was 80% der Deutschen inzwischen denken. So, und jetzt habe ich aber noch was anderes. Ich wundere mich, dass das so kurz gekommen ist. Die Sache mit der Integration. Sie sagten, Sie haben so viel gelernt. Also wenn ich von Frau Merkel diesen Satz höre, wenn ich mal bedenke, wir sind 80 Millionen, da kommt 1 Million, das macht einen Fremden unter 80. Also da teilt sich die Nation in lauter Krüppchen von 80 Leuten und da ist dann jeweils ein Fremder. Wer ein bisschen mal dort gewesen ist, in so einem Flüchtlingsheim, in einem Nordneukölln, in Moorenbeek, in Brüssel, wo ich gerade neulich war, da weiß, dass sich natürlich überhaupt nicht so verhält, sondern diese, die da kommen, und da haben sie, das kann man ihnen gar nicht übel nehmen, die versuchen sich dort zu sammeln, wo andere von ihnen sind. Und dann haben sie eben plötzlich in Nordneukölln 50% und 60% Muslime. Sie haben in Moorenbeek noch mehr Prozent. Und das kriegen doch die Leute alles mit. Das kommt ja gar nicht vor in der Integrationsdebatte. Ich bin gewesen neulich mal in dem Flughafen Tempelhof. Ich weiß nicht, ob sich das einer von Ihnen mal angesehen hat. Da sind zurzeit 2000 untergebracht. Es sollen aber 7000 werden. Da sagen uns die Regierung, da werden wir ganz schnell Wohnungen bauen. Wer Bauprojekte in Berlin verfolgt hat, der weiß, wie schnell das geht. Und bitte nur kleine Häuschen, die schaffen sie vielleicht. Und natürlich werden die dann in ein, zwei Jahren noch dort sitzen, 7000. Und dann gehen sie in den Aufenthaltsraum, da sind nur Männer. Dann habe ich gefragt, kann man vielleicht auch mal einen Aufenthaltsraum für Frauen gründen? Wie ist das mit dem Deutschunterricht? Findet der statt? Bis jetzt nicht. Die sind schon 3 Monate dort. Das ist die Realität mit der Integration. Alle Schlaglichter, die das Problem zeigen und die den Menschen vielleicht auch tatsächlich ängstigen vor Augen stehen. Anderen übrigens nicht, die noch immer das Gefühl haben, dass sie helfen können. Eins weitergekommen, würde ich gerne mit Ihnen noch, weil das jetzt verschiedentlich auch angeklungen ist. Es sagt sich ja immer so leicht, dass die Fluchtursachen behoben werden müssen. Aber gleichwohl, das hatten Sie angesprochen, Herr Jorges, und Sie wollten darüber gerne noch sprechen in der Sendung, wir auch. Deshalb haben wir einen Film vorbereitet. Da hat sich ja die Woche im Zweifel vielleicht auch was schon Gutes getan bei der Geberkonferenz. Freilich unter dem Eindruck dessen, was weiterhin an Schrecklichem in Syrien passiert. Homs in Syrien. Januar 2016. Und Bomben auf Aleppo, auch diese Woche wieder. Erneut sind Zehntausende Syrer auf der Flucht. Auf das Leid reagiert die Weltgemeinschaft. Donnerstag in London die internationale Geberkonferenz. Gut 9 Milliarden Euro sagen die Geberländer zu. Wenn wir alle unseren Teil beitragen, dann kann dies ein Tag einer Hoffnung sein. Heute eine Hoffnung für Menschen, die so viel Schreckliches erleben mussten.
All das, was wir heute zusagen, kann den Ausschlag geben, Flüchtlinge davon abzuhalten, ihr Leben zu riskieren auf der heimtückischen Route nach Europa. Herr Lafontaine, jetzt könnten Sie doch auch mal was anerkennen, dass da was gelingt. David Cameron glaubt gar, das könne eine Art Wende bringen, dass Menschen, Syrer, die vor dem Krieg fliehen, in den Lagern bleiben und sich eben nicht auf den lebensgefährlichen Weg bis zu uns machen. Gerne erkenne ich das an. Das fordern wir schon seit langem, dass man versuchen soll, die Situation in den Lagern zu verbessern. Und wir haben die Nachrichten dann gehört, dass plötzlich nur noch 50 Cent für Essen einen ganzen Tag da damals sind. Genau. Aber ja, das jetzt? Ist, ja, ist ein paar Monate her, wo das also durch die Weltpresse ging. Mhm. Und da hat man gesagt, wie können das die reichen Staaten zulassen? Mhm. Und da war nämlich Folgendes, Zusagen gab es, wie jetzt auch. Aber wurden nicht gezahlt. Nur die Länder haben nicht gezahlt. Deutschland hat allerdings Anerkennung, gezahlt. Hat gezahlt. So, das ist ja ein erster Schritt. Jetzt muss man auch mal sehen, um welche Summen es da geht. Da geht es insgesamt um 9 Milliarden Dollar, glaube ich, sind es. Geht manchmal in der Presse durcheinander, Euro und Dollar. Und da ist natürlich eben, Deutschland leistet einen Beitrag. Sogar die Vereinigten Staaten sind dabei, Anerkennung. Die könnten natürlich viel, viel mehr tun, insbesondere was die Flüchtlingsaufnahme angeht. Sie geben aber 830 ist, Millionen ja, Euro umgerechnet, die USA. Ja, aber ich sage, sie könnten viel mehr tun. Sie müssten mal die Hälfte ihres Militärbudgets bereitstellen, werden alle Probleme gelöst, auch die Ernährungsprobleme der Welt, um das nur mal anzumerken. Aber jetzt hier zu dem Thema nochmal. Es muss natürlich mehr getan werden. Das wird nicht ausreichen. Die Beträge sind ja auf 3 Jahre gerechnet. Das wird nicht ausreichen. Wenn man ernsthaft will, eine Veränderung zu haben, dann muss man stärker vor Ort investieren. Nicht über Erdogan, sondern über die UNO. Das hat ja auch der Flüchtlingskommissar Herr Guterres vorgeschlagen. Und dann sollte man eben auf diese Kontingentlösung Europa gehen, weil die folgenden Vorteile noch hat. Man hat sichere, man kann dann sichere Wege anbieten. Sagen wir, nehmen pro Jahr so und so viel auf, geht zu unseren Außenvertretungen, stellt die Anträge, dann könnt und ihr da kommen. Und zwar nur Familien. Ja, nur Familie. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wir haben nicht nur die Stärksten, die kommen, sondern wir haben über solche Lösungen auch noch die Möglichkeit, dass alte, schwache und Kranke genommen werden. Das heißt, das wäre für mich ein Ansatz. Aber man muss den eben dann auch wirklich energisch und konsequent gehen, wenn das jetzt wieder so geht, dass die sagen, jawohl, wir stellen so viel bereit und dann, wenn es an Zahlen geht, kommt das Geld nicht wieder, wird das Ganze nur noch schlimmer. Das ist das Problem. Aber der Ansatz, die Flüchtlingslager endlich so auszustatten, dass die Menschen dort zu essen haben und dass vielleicht die Kinder sogar auch mal in die Schule gehen, das dauert ja, Schule gehen können, das ist der richtige Ansatz. Ja. Worauf, Frau von der Leyen, könnte die Bundeskanzlerin noch weiter hoffen, um einen Nachweis bieten zu können, dass ihr Plan gelingt? Das war vielleicht ein erster Schritt, die Geberkonferenz. Klar, es hängt davon ab, ob die Staaten dann diesmal auch wirklich zahlen und nicht nur Deutschland, immer das einzige Land ist, das zahlt. Worauf könnte sie weiterhin hoffen, wenn doch zum Beispiel die europäische Lösung allein daran im Moment noch zu scheitern droht, dass die Europäer alle nicht mitmachen wollen? Zumindest zum allergrößten Teil. Also, Sie haben recht. Einerseits, das ist ein Thema, wo ich mit Ihnen übereinstimme, was die Lager angeht. Und was die beschämende Tatsache angeht, dass alle zu lange weggeguckt haben und erst als die Not so groß war, dass die Menschen sich aus den Lagern aufgemacht haben. Auch nicht die ganze Weltgemeinschaft, aber zumindest ein Teil anfängt zu sagen, das kann so nicht weitergehen und es darf vor allen Dingen nicht wieder passieren. Die zweite Aufgabe, die ist in diesen Tagen ganz prioritär, ist die Grenze zwischen der Türkei und Griechenland ordnen. Das ist ein großer Satz gelassen ausgesprochen. Da sind viele kleine Schritte für notwendig. Kontrollfest machen. Kontrollfest machen, nämlich dass man genau weiß, wer kommt. Dass man noch mal diesen, dass man genau weiß, wer kommt, dass man genügend Präsenz zwischen der türkischen und der griechischen Grenze hat. Um auch diesem abenteuerlichen organisierten Kriminalität das Handwerk zu legen. Dass es geht übrigens, dass man das Schritt für Schritt machen kann, beweist übrigens die andere Wassergrenze, die wir haben, nämlich von Italien nach Libyen, wo langsam aber sicher die Zahlen sinken, weil wir konsequent mit der Marine dort gewesen sind, um die Menschen zunächst einmal zu retten, aber auch anzufangen, den Schleusern durch Aufklärung das Handwerk zu legen und ihnen das Geschäft zu vermiesen und ihnen das Leben richtig schwer zu machen. Also das ist die zweite Aufgabe. Und dann kommt das ganze Thema der sicheren Herkunftsländer. Nochmal, es kommen viele, die nicht bei uns bleiben können. Marokko, Algerien, Tunesien.
Wir müssen aber auch über viele andere Länder der Welt sprechen, die ihre Menschen zurücknehmen müssen, wo im Augenblick die Bundeskanzlerin, aber auch der Außenminister Thomas de Maizière unermüdlich unterwegs sind und auch zu Ergebnissen kommen. Und Sie haben nicht mehr angesprochen, Frau von der Leyen, die Verteilung innerhalb Europas. Glauben Sie da auch nicht mehr dran? Doch, da haben wir am Anfang drüber gesprochen, über die Kontingente. Und zwar auch, um den Europäern klarzumachen. Aber glauben Sie wirklich dran, Frau von der Leyen? Ich bin der festen Überzeugung, dass man jetzt wissen, dass von den 160.000, ich glaube, Stand 481. Das ist beschämend und das ist ein Armutszeugnis, ein moralisches Armutszeugnis für Europa, dass es diese Form der Solidarität nicht aufbauen kann. Aber im Augenblick spitzt sich ja zu Recht die Diskussion zu, was es eigentlich für Europa bedeutet, wenn Schengen in sich zusammenbricht, wenn wir aus lauter Grenzzäunen Europa wieder implodiert haben, zerstückelt haben, auseinandergebracht haben. Und dann wird es Deutschland schwer treffen, ja, aber es wird die anderen noch schwerer treffen. Und diese Debatte müssen wir führen, dass wir mit Heller und Pfennig auch zeigen, was es bedeutet. Das heißt, Sie drohen damit, die Grenze zu schließen? Wir versuchen nur, die Konsequenzen klarzumachen. Das ist genau das, was wir vorhin auch zu Recht in der Debatte gehabt haben, dass jede Reserve irgendwann erschöpft ist, dass jede Kraft irgendwann zu Ende ist, wenn man nicht zu positiven Lösungen kommt. Und ich finde, man kann offen diese Tatsachen auf den Tisch legen. Das gehört eben auch zu einer Debattenkultur in Europa dazu, klar zu sagen, was die Konsequenzen sind, wenn wir uns nicht einigen. Wir wollen uns einigen, wir wollen den europäischen Weg, wir stehen dafür, aber wir müssen damit auch klar sagen, was es bedeutet, wenn das nicht klappt. Und sagen Sie uns bitte nochmal, in einem Satz klar, was ist denn dann, wenn es nicht klappt? Dann das, was wir vorhin besprochen haben, dann sehen wir, was es bedeuten würde, wenn Europa nicht mehr hält. Und wir haben Ich habe es noch nicht genau verstanden, Frau von der Leyen. Sie schließen die Grenze, die deutsch-österreichische Grenze? Das ist nicht das Ziel. Passen Sie auf, das ist die gleiche Debatte. Oder ich will es mal andersrum formulieren. Wir haben in der Euro-Krise ein Ähnliches gehabt. Wir haben den Euro eingeführt, das war ungemein bequem, das hat uns viel gebracht. Wir haben aber versäumt, eine gemeinsame Finanzarchitektur aufzubauen, weil das unangenehm ist. Das muss man seinen Bevölkerungen auch erklären, wie man das gemeinsam schaffen will. Dann hat die Euro-Krise zugeschlagen und wir haben unter Druck die Finanzarchitektur nachbauen müssen. Und jetzt? Das Gleiche ist mit Schengen und Dublin. Das einzuführen war das erste Sahne, absolut positiv, toll, großes euphorisches Europagefühl. Wir hätten dabei gleichermaßen sagen müssen, wie sichern wir die Außengrenzen, wie machen wir gemeinsame Asylstandards und wie verteilen wir, dafür haben wir uns gedruckt. Und jetzt, Frau von der Leyen. Und jetzt sind wir dabei, zäh daran zu arbeiten in der Krise, dass dieses zweite Teil dazukommt. Aber was, denn ich wenn mag es gar nicht klappt? Formulieren, was es bedeutet, wenn Europa auseinanderfällt, das kann sich jeder ausmalen. Und mögen Sie formulieren, was passiert, wenn es nicht klappt? Denn das haben Sie ja hier angedeutet, dass Sie dafür eine Idee haben. Das kann sich jeder ausmalen, dass kein Land alleine in der Lage ist. Ich möchte es von der deutschen Bundesverteidigungsministerin hören. Wir werden kein einziges Land ist in der Lage, die Herausforderungen, die sich sicherheitspolitisch im Augenblick uns allen stellen, alleine zu bewältigen. Deutschland ist noch relativ stark unter vielen anderen Ländern. Kein einziges Land, auch Deutschland, wäre nicht in der Lage, in Europa alleine seine Probleme zu lösen. Wir müssen zusammenhalten. Und diese Debatte spitzt sich gerade zu. Auf den Satz, dass Deutschland die Grenze schließt? Das ist Ihr Satz, aber das ist nicht mein Satz, sondern mein Satz ist anders. Doch, Sie haben ihn angedeutet. Ich bin der Fest, deshalb habe ich nur nachgefragt. Ich weiß, dass Sie gerne diesen Ticker, diese Schlagzeile hätten. Nein, das ist ja der falsche Weg. Wir wollen zusammenhalten. Und deshalb muss man klar machen, Leute, das kostet euch etwas, wenn wir weiter hier um uns herum, guckt euch Ungarn an, guckt euch die anderen Länder an, Zäune hochziehen, ist keine Lösung. Und das merken die Europäer nach und nach, sonst hätten wir jetzt auch nicht diese verschiedenen Vorschläge. Die Lösung, die dann kommt, ist eine andere. Entschuldigung, wenn die Bundesregierung seit Monaten argumentiert, die Schließung der deutschen Grenze wäre ein Fehler, aus diversen Gründen, haben wir drüber geredet, dann kann sie nicht jetzt die Grenzen schließen. Sie wird es auch nicht tun, ist meine Prognose. Wenn dieses Konzept von Merkel scheitert, das hat natürlich zwei empfindliche Stellen. Erstens, wollen und können die Griechen ihre Westgrenze schließen? Zweitens, was passiert in Griechenland? Im Moment wird enormer Druck auf Griechenland ausgeübt. Die Griechen machen bislang überhaupt nicht die geringsten Anstrengungen, diese Außengrenze der EU zu sichern. Die haben eine Marine mit 100 Schiffen, doppelt so stark wie die Marine von Frau von der Leyen. Die sind nirgends zu sehen. Und wenn das an beiden Stellen nicht geht, dann wird Europa die Grenze in Mazedonien schließen. Und das wird dann die Außengrenze Europas sein. Und dann ist Griechenland als Tourismusland aus Schengen rausgeflogen. Und ist Deutschland da dabei? Da ist Deutschland.
Da wäre Deutschland, glaube ich, dabei. Denn Österreich, ist das so? Diese Politik macht Österreich im Moment mit großen Sind Sie dabei bei der Sicherung der griechisch-mazedonischen Grenze? Wir haben in der Eurokrise erlebt, was es bedeutet, wenn wir alle einmal in den Abgrund schauen. Das führt zur Vernunft. Ja, das tut Griechenland im Moment. Im Augenblick schauen wir in den Abgrund, was es bedeuten würde, wenn Schengen auseinanderfliegt. Ja. Und ich hoffe und bin zuversichtlich, dass wir die Kurve kriegen. Und wir schauen zu den Tagesthemen nach Hamburg, zu Thomas Roth. Thomas, was habt ihr für ein Thema heute? Also eines kann man auf jeden Fall sagen, Angela Merkel bleibt morgen zumindest eines erspart, nämlich Motivwagen bei der Mainzer Fasnacht, die die Kanzlerin spöttisch auf den Arm nehmen. Warum? Am Abend wurde der Rosenmontagsumzug in Mainz abgesagt, und zwar wegen einer Sturmwarnung. Wo morgen der Karneval abgeblasen wird und wo nicht, das ist gleich eines der Tagesthemen. Das ist interessant, möchte ich auch gerne alles wissen. Das also jetzt in den Tagesthemen, und damit danke an die Runde. Danke, dass Sie da waren. Danke an Sie, meine Damen und Herren. Nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.